Auf dem Beipackzettel eines Antigen-Schnelltests ist die Sensitivität mit 96,2% und die Spezifität mit 99,2% angegeben. Und wir haben gesagt, wir möchten rechnen mit einer Prävalenz von 0,02% Prävalenz unter den Menschen, die weder genesen noch vollständig geimpft sind. Und jetzt nehmen wir so eine Person, weder genesen noch vollständig infiziert, vollständig geimpft, und testen die, also eine zufällig ausgewählte Person, mit diesem Antigen-Schnelltest. Und jetzt fällt der Test positiv aus und wir wollen uns überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person tatsächlich infiziert ist. Jetzt formalisieren wir das mal ein bisschen, indem wir so ein paar Ereignisse hier einführen. Wir sagen mal, I heißt, die Person ist infiziert, T heißt, der Test fällt positiv aus. Entsprechend haben wir dann die Gegenteile. I-Komplement ist, die Person ist nicht infiziert, T-Komplement ist, der Test fällt negativ aus. Jetzt, welche Wahrscheinlichkeiten kennen wir jetzt bereits? Was ist denn jetzt diese Sensitivität? Das ist ja gerade die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ausfällt, wenn die Person infiziert ist. Also das sind die 96,2% von da oben. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Test negativ ausfällt, wenn die Person nicht infiziert ist, also immer die richtigen Ergebnisse, die ist 99,2%. Das ist diese Spezifität hier. Und die Prävalenz, die auch da oben steht, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Person infiziert ist. 0,02%. Also zwei bedingte Wahrscheinlichkeiten, eine Wahrscheinlichkeit, so wie sie hier oben stehen. Und ausrechnen wollen wir so eine Wahrscheinlichkeit hier. Machen wir mal neue Farbe. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person infiziert ist, wenn der Test positiv ist. Also gerade hier umgedreht. Und da können wir jetzt mit dem Satz von Bayes rangehen. Und zwar ist das so, dass dieses infiziert und nicht infiziert, das sind die zwei Ereignisse, die unsere ganze Ergebnismenge geben. Also wenn irgendwie das hier unser Omega ist, dann haben wir hier vielleicht infiziert und hier das Komplement von infiziert. Also die zusammen, die Vereinigung von denen ist ganz Omega. Entweder die Person ist infiziert oder sie ist nicht infiziert. Gut, und jetzt legen wir also los hier mit unserem Satz von Bayes und sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit, Test positiv, wenn Person infiziert ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Person infiziert ist, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, wir schreiben das gleiche nochmal ab, Test positiv, wenn die Person infiziert ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Person infiziert ist. Und jetzt kommt hier unten noch der andere Fall, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, wenn die Person nicht infiziert ist, mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person nicht infiziert ist. Das ist der Bruch, den wir ausrechnen müssen. Diese Zahlen hier, die kennen wir schon, die stehen direkt hier oben. Diese hier, letzten beiden, die stehen nicht da oben, aber die können wir kriegen. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ausfällt, wenn die Person nicht infiziert ist? Das ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test negativ ausfällt, wenn die Person nicht infiziert ist. Das ist also 1 minus diese Spezifität hier. Und das sind also in unserem Fall hier 0,8%. Ja, und was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person nicht infiziert ist? Das ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person infiziert ist. Hier steht das. Das sind also 99,98%. Die ist sehr groß, weil wir wenig Infizierte haben in dem Moment hier.
Gut, und jetzt können wir die ganzen Zahlen hier einsetzen. Also machen wir das. Ist gleich. Und dann schreiben wir die alle auf den Bruch hier. 96,2% mal 0,02% geteilt durch 96,2% mal 0,02% plus 0,08, nee, Entschuldigung, 0,8% mal 99,98%. Ja, und wenn wir das alles in den Taschenrechner eintippen oder auch nur grob überschlagen, dann kommen wir so auf gut 2%. Also der Taschenrechner spuckt aus 2,3% ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt tatsächlich infiziert sind, wenn unser Test positiv war. Das liegt daran, dass eben nur sehr wenige Leute infiziert sind und die Wahrscheinlichkeit von vornherein nicht infiziert zu sein sehr groß war und damit also die geringe Wahrscheinlichkeit im Einzelfall ein falsch positives Ergebnis zu bringen, natürlich anders gewichtet wird mit der großen Wahrscheinlichkeit eben nicht infiziert zu sein. Das ändert sich, wenn die Prävalenz höher wird oder wenn vielleicht aus irgendeinem anderen Grund, wenn ich nicht einfach grundlos teste, sondern wenn ich schon einen Verdacht habe, dass jemand infiziert ist, sodass ich hier einen größeren Wert ansetzen müsste.